stell mal vor, du triffst dich das erste Mal mit dem Mädchen. Oder stell mal vor, sie furzt. Das. Ich habe da auf dem Boden geschlafen. Daneben waren zwei andere Mädchen neben mir, die geschnarcht haben. Also da musste ich einfach flüchten und mich da auf den Liegestuhl platzieren und da einschlafen. Also ich bin auch nicht ja wirklich der Zeltfan. Ich frage mich aber auch, ob die Jungs gut geschlafen haben. Ich mich auch. Weil ich habe nichts von denen. Ich habe auch gar nichts von denen. Lass sie mit Wasser verschwitzen. Ja. Eine Person muss da die Stäbe rausziehen, eine muss hier die Stäbe rausziehen, eine muss Wasser. Unser Plan, die Jungs zu wecken, sah folgendermaßen aus. Wir gehen zu ihnen, stürzen ihr Zelt irgendwie zusammen, machen es kaputt, damit halt die Jungs dann irgendwann rauskommen und wir sie halt mit Wasser beschmeißen können. Das Problem bei langen Haaren ist, dass man öfters am Busch stecken bleibt. Zum Glück hat mir die liebe Chantal dann geholfen. Aber es hat schon ein bisschen wehgetan. Dieser Schwan war ja richtig aggressiv und hat gefaucht wie eine Wildkatze, um die Babys von ihm zu beschützen. Und ein bisschen Respekt hatte ich schon, dass der gleich Chang in den Po piekst. Das wäre der Höhepunkt noch gewesen, wenn die Jungs jetzt aufwachen würden, weil Chang von einer Schwanmutter angegriffen wird. Guck mal, was eine Blöre. Dann könnte man Kabelquappen hochziehen. Ich dachte, das wäre Dreck oder so. Ich auch. Aber oh mein Gott, die Dinger haben Füße und nicht nur zwei. Boah, wenn einer von denen in Alex' Haaren kommt. Oh, kritisch. Ich will nicht dafür verantwortlich sein. Ich weiß nicht, ich lag in meinem Schlafsack, hab dann irgendwie echt schon 20 Minuten lang gefühlt die Mädels rumflüstern hören, so nach dem Motto, die Mädels, wen wollt ihr verarschen? Klar. Ja, am Anfang hatte ich Sorgen, dass unser Plan nicht aufgeht, weil die Jungs waren so verschlafen, die wollten einfach nicht rauskommen. Und deshalb haben wir beschlossen, dass wir uns einfach draufschmeißen, weil so mussten sie ja aufwachen. Oh, ich kann nicht schlafen. Ich glaube, da liegt eine Fliege auf mir oder so. So das Aufwachen mit so einer lästigen Fliege auf mir drauf war schon mega hart, weil ich wollte einfach weiter schlafen, weil ich noch so müde war. Also so ein Fliegengewicht, ey, damit wacht man nicht gerne auf. Hat jemand eine Fliegenklatsche? Hey, was habt ihr denn gemacht hier? Ich glaube, ich habe da ein Tier im Wasser gesehen und dann wusste ich, okay, Junge, sprinte so schnell weg, wie du kannst. Das war mega lustig, weil dann spürt man so dieses Adrenalin wegzurennen. Ich will nicht nass werden, nein! Warte. Wenn du uns das Frühstück machst, machst du uns was Frühstück? Ja, okay. Machst du das? Ja! Okay, Gnade, du machst das Frühstück. Ey, aber wenigstens bin ich jetzt ein bisschen wach, dass die Mädels noch mal Essen machen mussten. Nur wegen diesem kleinen Aufweck-Prank war auf jeden Fall ein bisschen hart.
Aber ich würde sagen, wir haben den Spieß sehr gut umgedreht und wir konnten jetzt entspannt duschen gehen. Hat euch gut geschlagen. Alex, nicht zu laut furzen. Oh, weißt du noch, Loop in der WG? Oh, das war ganz schlimm. Junge. Das Ding ist, Furzen ist ja was ganz Normales, so, was natürlich ist. Aber stell mal vor, du triffst dich das erste Mal mit dem Mädchen. Oder stell mal vor, sie furzt. Das. Man merkt schon. Aber guck mal, das ist auch was ganz anderes, wenn man zum Beispiel mit Jungs ist. Zum Beispiel meine Schwester, ich habe auch eine Schwester, die hat auch noch nie vor mir gefurzt. Was? So. Nein. Aber ihr seid doch Geschwister. Ja und, aber hä? Also bei meinem Bruder macht man so hier Zimmer und dann weiß ich. Ja, ja, das machen aber, wir auch. Aber bei Mädchen ist es irgendwie ein bisschen was anderes. Ja, ich glaube, das Ding ist, das liegt daran, dass Mädchen so elegant sein wollen oder so. Das und praktisch das nicht zeigen wollen. Aber bei Jungs ist es so, wenn die unter Jungs sind, dann ist es denen scheißegal. Dann immer ja. Denkt ihr, die Jungs sind jetzt so sauer auf uns, weil wir die nass geschwitzt haben? Ich kann mir gut vorstellen, dass die sich irgendwann bei einer nächsten Gelegenheit mal rächen würden. Ja. Bevor denen eine Rache einfällt, vergessen die, dass das überhaupt passiert ist, glaube ich. Stimmt, ja, ist aber voll oft so. Ja, ich hab das so manchmal beobachtet. Irgendwelche Jungs aus meiner Klasse haben sich dann irgendwie gestritten. Und am nächsten Tag, ey, Bro, was geht? Bei Mädchen wäre das dann wieder so, oh nee, du hast mir vor ein paar Tagen nicht zurückgeschrieben. Entfolgt dir jetzt? Ja, ja. Bei Jungs ist es so richtig schnell geklärt und wieder vergessen. Ich finde es auch nicht so negativ, dass Mädchen so sind, weil manche Menschen machen halt Sachen und dann ist es halt meiner Meinung nach gut, die nicht zu vergessen. Ja, ich glaube, Mädchen sind da ein bisschen einfach kritischer, so auch inwiefern sie halt so zweite oder dritte Chancen verteilen. Jungs hingegen sind da relativ entspannt, also so entspannter als zum Beispiel ich es wäre. Aber es war wieder typisch Mädchen, dass sie uns da so pranken müssen am Morgen, ne? Ja, ist so, aber noch so ein schlechter Prank. Ja. Voll. Das war so richtig typisch, die Mädchen, die haben noch so richtig, richtig laut geflüstert. Ja, also lass uns das dann mal so machen. Ja, aber das Gefühl so eine halbe Stunde oder so. Ja, ist so, ich hab das ganze Zeit gehört. Wie findet ihr die Mädels? Also habt ihr euch die Mädchen genauso vorgestellt wie in der WG oder ist da irgendwie so eine Überraschung bei gewesen? Ne? Also ich hatte echt Angst, dass die irgendwie ein bisschen zu oft rumschreien oder sowas. Mhm. Aber ja, so bis ja, jetzt gut, geht das voll klar. Ja. Ja. Feiert ihr die Mädchen so an sich? Also sie sind alle mega cool und mega korrekt, aber nicht so mein Typ, ne? Also wenn ich jetzt, das Ding ist, ich bin was Girls angeht unnormal anspruchsvoll. Wenn ich mir jetzt so mein Traummädchen so bauen könnte, als ob das ein Baukasten wäre. So weiß ich nicht. Blondbraune Haare, grüne oder blaue Augen, paar Sommersprossen, braun gebrannt, schöne Augen, schönes Lächeln, nice Lippen, guter Körper und dann halt auch charakterlich, ne? Ach, da war ja noch was anderes. Aber lass uns das vielleicht mal ein bisschen schön anrichten, jetzt wieder gut machen. Ich glaube, dass die Jungs nicht so sauer auf uns sein werden, wenn wir jetzt so ein richtig krasses Frühstück raushauen. Cause that's the beauty of life. Wow, du hast ja voll die Haare. The game you played when you were just a child. The memories that make you smile. Cause that's the beauty of life. Cause that's the beauty of life. Für die Jungs war es genau das Richtige. Ich würde ihnen schmecken. Wollen wir uns eigentlich noch rächen für die Aktion? Müssen wir auf jeden Fall. Das können wir doch nicht auf uns sitzen lassen. Ich bin komplett nass. Junge, die hat mir Wasser ins Gesicht geschüttet. Ja. Hallo? Wir müssen ja, eigentlich müssen wir die echt ins Wasser schmeißen. Wollen wir die ins Wasser schmeißen? Ja. Oder wir gehen auf den Steg und dann sagen wir, ey, wollen wir Tripel fahren, dann schubsen wir die einfach rein. Das ist eine gute Idee. Ja, okay, das ist perfekt. Das ist eine richtig gute Idee. Ja, okay, dann machen wir das. Ja, dann machen wir das so. Wir drei Jungs sind auf jeden Fall die Prankstars, von daher ein Vergeltungsprank ist auf jeden Fall incoming. Jeder nimmt einen und schmeißt die rein. Ja, genau. Ich nehme Angelina. Perfekter Plan. Ey, das sieht aber gut aus. Das sieht man nicht. Das sieht ja nicht mal mehr nach Campingfrühstück aus. Schlecht. Guck mal, so ein Frühstück kriegt niemand zu Hause. Alter, und das auf dem Campingplatz, ne? Oh. Hier ist Besteck. Danke. Guten Appetit. Der schmeckt mega gut. Also Respekt. Also echt, habt ihr das auf diesen Dingern gemacht? Respekt. Habt ihr uns erzählt mit der Aufwerkaktion? Ja. Schön, dass ihr nicht so nah dran seid. Ach, wieder nicht.
Lust, später Tretboot fahren zu gehen? Ja, ja, super. Okay, gut. Selber schuld, Leute. Prank uns nicht. Das wird nie gut enden. Okay, vamos. Ich fand es richtig, richtig cool, dass die Jungs die Idee hatten, Tretboot fahren zu gehen. Weil, ich meine, wie entspannt ist es denn, auf dem See zu chillen und ein bisschen die Beine zu vertreten? Das ist ein Viererboot. Ey, lass den hier, lass den hier. Was ist das? Die beiden, oder? Wir hatten einfach nicht damit gerechnet. Wir dachten, oh, die Jungs hätten uns jetzt verziehen. Nö, plötzlich war ich pitschnass. Die Jungs sind anscheinend doch ein bisschen nachtragender. Das Frühstück hat nicht geholfen. Was denken die sich eigentlich? Ich hatte meine frische Hose an und dann werde ich einfach da vom Steg geschmissen. Oh! Oh! Ey, das ist richtig ekelhaft. Ja, ich glaube, jetzt erstmal ist es ein bisschen genug der Rache so, weil ja, wir sind ja eigentlich auch reingesprungen und wir wollten ja eigentlich nur Spaß haben mit denen. War gar nicht böse gemeint. Ihr wolltet uns nass machen und ihr seid jetzt nass. Super. Ja. So macht man Leute richtig nass.